Heute beginnt ein Prozess, den Deutschland so noch nicht gesehen hat. Vor Gericht in Stuttgart-Stammheim steht unter anderem Markus L. Er soll Teil der Reichsbürgerbewegung gewesen sein, im mutmaßlichen Verschwörungsnetzwerk rund um Prinz Reuß. WDR-Investigativjournalist Martin Kaul beschäftigt sich schon lange mit der Reichsbürgerbewegung und mit der Frage, wie gefährlich sind Menschen wie Markus L. für die Bundesrepublik und für unsere Demokratie. Zum Prozessauftakt heute hat Martin tausende Aktenseiten durchgearbeitet, mit Ermittlern gesprochen und er hat versucht, die Rolle des Waffenbesitzers Markus L. zu rekonstruieren. Mit ihm bereiten wir euch heute bei 11KM auf den anstehenden Gerichtsprozess vor. Martin erzählt, wie sich die Lage aus Sicht der Ankläger darstellt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Mich hört ihr immer, wenn Viktoria gerade nicht da sein kann. Heute ist Montag, der 29. April. Hi Martin. Hallo Benedikt. Es ist ein Märztag, März 2023, früher Morgen, ungefähr 6 Uhr, als sich ein Einsatzkommando der Polizei in Reutlingen postiert. Es dämmert draußen. 14 Männer eines Sondereinsatzkommandos sind da, maskiert, dunkel angezogen, tragen Helme, Schutzwesten. Und jetzt stehen sie vor einem Hausbesuch. Hier in Reutlingen, einfache Wohngegend, hat sich Markus L. in seiner Wohnung offenbar schon vorbereitet auf den Besuch. Er, 46, ist Sportschütze, besitzt mehrere legale Waffen, besitzt auch illegale Waffen, hat eine Sprengstofferlaubnis und jetzt sitzt er in seiner Wohnung auf einem Zweibein, hat er eine großkalibrige Waffe postiert, ein halbautomatisches Schnellfeuergewehr und gleich beginnt eine Schießerei. Die Tür wird aufgesprengt durch das SEK, dann gibt's Geschrei, dann wird geschossen und L ist offenbar hinter einem Sessel verschanzt und zielt. Zwei Polizisten werden getroffen, einer verletzt im Arm. Abgesperrt. Bei einer Razzia im Reichsbürgermilieu hatte am frühen Morgen ein Mann, der eigentlich nur als Zeuge geführt wurde, plötzlich auf die Polizisten geschossen. Bei dem Mann zahlreiche Waffen. Baden-Württembergs Innenminister damals geschockt. Ein erschreckendes und ich will mal sagen auch ein perverses Waffenarsenal. Also das, was ich dort gesehen habe, braucht wirklich kein Mensch. Am Nachmittag hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen Markus L. erlassen. Die Reutlingen zeigen die Gewaltbereitschaft in der Szene der sogenannten Reichsbürger. Martin, nochmal zum Verständnis. Dieser Markus L. soll da so beschreiben, dass die Polizisten dann hinter Möbeln gesessen haben und hat wirklich mit einem Gewehr schon auf die Tür gezielt und hat da gewartet, so die Vermutung der Polizei zumindest, um da auf Leute zu schießen. So stellt es sich dar, wenn ich das so beschreibe, dann, weil wir natürlich versucht haben, es möglichst detailliert zu rekonstruieren. Wir schauen uns natürlich Akten an, umfängliche Akten, hatten die Gelegenheit, hier mit Kolleginnen und Kollegen ganz intensiv in einen mehrere hunderttausend Seiten großen Aktenbestand zu schauen, auch mit Ermittlern zu sprechen, mit Anwälten. Da gibt es zum Beispiel Fotos aus dem Innenleben seines Hauses, wo man einfach diesen Sessel auch sieht, ein roter Sessel, überzogen mit einer so grünlich-olivgrünen schussfesten Weste, die darüber postiert ist. Das sieht schon so aus, als wenn jemand sich da bereit gemacht hat. Und wenn man Aussagen aus Ermittlungsakten und von Ermittlern glauben kann, dann war es auch so, dass in seiner Wohnung überall Waffen lagen, und zwar auch geladene Waffen. Im Prinzip an allen Orten, an denen es taktisch klug ist, an den Eingängen. Auf dem Sofa wurde ein geladener Revolver gefunden. Am Kopfende seines Bettes hat man Waffen gefunden. Eine Flinte, eine vollautomatische Maschinenpistole, eine Pistole Glock mit Rotpunktvisier und Zielscheinwerfer. Ein Magazin für eine Kalaschnikow. Also diese ganze Bude, die war schon voll mit Waffen und das macht schon den Eindruck, als hätte da jemand gewartet oder wäre jedenfalls bereit gewesen für den Tag, an dem dann der Staat oder die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland kam. Sag mal, Markus L., ja, wenn du das jetzt beschreibst, mit so vielen Waffen, die da gelagert haben sollen und irgendwie auch schussbereit und sich schon postiert, um da auf Polizisten zu schießen, mutmaßlich, wer ist dieser Typ? Ja, erstmal handelt es sich um einen Schichtarbeiter, gar nicht so besonders auffällig in seinem Umfeld, um einen passionierten Sportschützen, um jemanden, der seit langem mit Waffen umgeht und der Mitglied in verschiedenen Telegram-Gruppen ist, in einer Veteranengruppe im süddeutschen Raum, in einer Reservistengruppe.
So stellte sich dann zumindest in den Akten dar. Ihr habt natürlich bei ihm bzw. bei seinem Anwalt angefragt. Die möchten sich allerdings nicht zu den Vorwürfen äußern. Sag mal, das Wort Reichsbürger, ja. Man stellt sich dann manchmal sowas vor wie Leute mit Pickelhelmen. Manchmal hat das Ganze auch irgendwie was Komisches, dieses Reichsbürgertum. Was verbirgt sich genau dahinter? Also erstmal ganz grundsätzlich würde ich sagen, gibt es ja unterschiedliche Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen die Bundesrepublik Deutschland ablehnen. Manche sind Kommunisten, manche sind Sozialisten, manche sind Nationalsozialisten, manche sind wie auch immer geartet auf eine bestimmte Weise politisch anders orientiert. Und es gibt eine Gruppe und eine immer größer werdende Gruppe von Leuten, die aus einer bestimmten Argumentation herkommt. Da geht es um völkerrechtliche Verträge, um die Frage, wann ist die Bundesrepublik überhaupt gegründet worden, besteht sie überhaupt formal, juristisch, und die bestreiten, dass es sozusagen eine legitimierte Bundesrepublik gibt und in der Folge dann auch, dass alles, was damit zusammenhängt, die Gerichte, die Polizei, das Bildungssystem etc. pp. Im Prinzip nicht existiert, jedenfalls keine Legitimation hat. Und das Wort Reichsbürger kommt dann aus dem Rückbezug. Also wenn es keine Bundesrepublik gibt, dann gibt es wohl was anderes. Was gab es denn vorher? Das Reich. Na, dann ist es wohl das Reich, in dem wir leben. Und darauf beziehen sie sich und das verteidigen sie oder wollen sie gerne wiederhaben oder sehen sich legitimiert, so zu handeln. Und das ist eine vielfältige Gruppe. Also tatsächlich dann das Kaiserreich, ja? Genau. Und manche wählen sich dann eben auch im Widerstand, ne? Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen oder wollen es rückerkämpfen oder sehen sich noch in der Verteidigung dieses Reiches. So, was da genau auf Markus L. zutrifft, da will ich ehrlich gesagt sehr zurückhaltend sein, weil so genau kann man auch nicht in Köpfe gucken. Das will man nicht, halten wir uns lieber an die Fakten. Jetzt steht er vor Gericht. In Stuttgart beginnt in dieser Woche einer der ersten großen Prozesse gegen diese Gruppe von Reichsbürgern in Anführungsstrichen, denen vorgeworfen wird, Mitglieden einer terroristischen Vereinigung zu sein. Lass uns nochmal auf Markus L. schauen. Welche Rolle soll er denn ganz genau in diesem Reichsbürgernetzwerk gespielt haben? Also manche erinnern sich vielleicht, im Dezember 2022, da waren die Nachrichten voll von einer bundesweiten Razzia, bei der Ermittler Dutzende Menschen in Deutschland festgenommen und durchsucht haben, Häuser, Wohnungen, Geschäftsräume. Im Zuge einer groß angelegten Razzia hat die Bundesanwaltschaft heute Morgen 25 Menschen aus der Szene der sogenannten Reichsbürger festnehmen lassen. Durchsuchungen gab es in 11 Bundesländern sowie in Österreich und Italien. Eine der zentralen Figuren soll Heinrich der 13. Prinz Reuß gewesen sein, der nach der geplanten Machtübernahme provisorisches Staatsoberhaupt werden sollte. Sie wollten offenbar den Bundestag stürmen und planten einen Umsturz des deutschen Staates. Einige von ihnen besaßen legal Waffen. Eine Bundestagsabgeordnete wurde damals abgeführt, eine Abgeordnete der AfD, früher Richterin, ein Prinz, ein sogenannter Prinz Reuß, als Hauptverdächtiger, ein alter Soldat. Und es ging um die sogenannte Terrorgruppe Reuß. Früh um 6 hatten schwer bewaffnete Einsatzkräfte seinen Wohnsitz in einem Frankfurter Villenviertel gestürmt. Heinrich der 13. Prinz Reuß heute Vormittag in Handschellen auf dem Weg in die Haft. Folgt man der Bundesanwaltschaft, sah sich der 71-jährige Adelige künftig schon an der Spitze des Staates. Von Heinrich dem 13. Prinz Reuß trügt. Der von seiner Familie verstoßene Adlige soll hier mit einer Gruppe aus Reichsbürgern, Rechtsextremen und Querdenkern Dinge besprochen haben, die Experten als brandgefährlich bezeichnen. Und in diesem Zusammenhang sind dann unterschiedliche Menschen mit auf den Radar geraten. Damals, im Dezember 2022, war der Markus L. noch gar nicht dabei. Aber dann hat man sich angeguckt, was finden wir hier noch im Umfeld. Und es ist der Fokus gefallen auf etwas, was abgekürzt HSK heißt. Das sind sogenannte Heimatschutzkompanien. Und zwar haben die Ermittler festgestellt oder wollen festgestellt haben, dass offenbar in ganz Deutschland Gruppen gegründet werden sollten, mit denen man im Prinzip in einer Art Bürgerwehren, Milizen, also in sogenannten Heimatschutzkompanien, sich selbst organisiert, jenseits der staatlichen Strukturen. 286 in Deutschland sollte es geben, nur wenige waren offenbar konkret im Aufbau. Und eine dieser Heimatschutzkompanien sollte in Süddeutschland, im süddeutschen Raum aufgebaut werden, rund um Tübingen. Und da ist man auf einen Mann dann auch gestoßen, auf Markus L., der offenbar geführt wurde im Zusammenhang mit Dokumenten, die es zu einer solchen Heimatschutzkompanie gab. Heimatschutzkompanie 221, HSK 221 ist der Name dieser kleinen, wenn man so will, Zelle oder Gruppe oder Mini-Organisation. Da gab es Grillpartys, da gab es Mitglieder, die rekrutiert wurden, Laptops, Verschlüsselte. Es gab eine zentrale Datenbank zum Aufbau dieser Heimatschutzkompanie. Und offenbar kamen die Ermittler zu dem Schluss,
dass Markus L. eine Rolle da spielen könnte, dass er durch seine waffenrechtlichen Erlaubnisse, durch seine Waffen möglicherweise jemand war, der möglicherweise einfach fester Bestandteil dieser Heimatschutzkompanie 221 war. Dann sind sie hin und wollten zunächst mal feststellen, welche Waffen dort sind, und dann kam es zu dieser Eskalation, die ich vorhin beschrieben habe. Und inzwischen schreiben sie ihm zu, dass er Teil auch der gesamten, in Anführungsstrichen, terroristischen Vereinigung ist und dass er jedenfalls in dieser Heimatschutzkompanie 221 auch eine Rolle spielte, qua ja, seiner Kompetenz oder seines Umgangs und des Besitzes von Waffen und anderen Dingen. Dass ein bewaffneter Umsturz herbeigeführt werden sollte, das wird ja von den meisten Beschuldigten bestritten. Die Ermittler sehen das anders. Die Heimatschutzkompanien sollen zum sogenannten militärischen Arm der Gruppe Reuß gehört haben. Auch soll es Planungen für ein mögliches Schattenkabinett gegeben haben. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. In einer früheren FKM-Folge sind wir bereits in die mutmaßlichen Pläne der Verschwörergruppe um den Prinzen eingetaucht. Diese Folge verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber einmal zurück jetzt zu Markus L. Heute beginnt ja der Prozess gegen ihn. Nach Ansicht der Ermittler, was wird ihm jetzt genau konkret vorgeworfen? Er ist mit vielen Vorwürfen konfrontiert, unter anderem mit versuchtem Mord, mit gefährlicher Körperverletzung, mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, auch mit waffenrechtlichen Verstößen. Offenbar wurden Kriegswaffen bei ihm gefunden. Ja, deswegen steht er jetzt vor Gericht und neben ihm auch 8 weitere, denen ebenfalls ja die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die sogenannte Vorbereitung eines hochverräterischen Handelns gegen den Staat vorgeworfen wird. Im Kern sind es auch Leute aus diesem Umfeld einer dieser Heimatschutzkompanien. Und sie stehen jetzt in Stuttgart-Stammheim vor Gericht, ein sagenumwobener Ort deutscher Strafrechtsgeschichte, wo jetzt der Prozess beginnt. Lebenslange Freiheitsstrafen wurden heute im Bader-Meinhof-Prozess verhängt, der nach fast 2 Jahren in Stuttgart-Stammheim sein Vorgang. Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe wurden vom 2. Strafsenat des Stuttgarter Oberlandesgerichts zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Allein das Verhandlungsgebäude, das im Stammheim errichtet wurde, kostete 12 Millionen Mark. Das Verfahren gegen den harten Kern der Roten Armee-Fraktion begann am 21. Mai 1975 unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen. Stammheim, es ist ja auch wahnsinnig symbolisch aufgeladen, so der wehrhafte Staat, der jetzt gegen die Terrorgruppe damals, die RAF, vorgeht. Hat man bewusst auch auf diese Symbolik da jetzt gesetzt und will zeigen, wir nehmen das ernst? Das sind 2 Dinge. Erstens ist Stammheim tatsächlich logistisch einfach gut geeignet. Aber ich glaube schon auch, dass wir es hier mit einem Prozess zu tun haben, der von einer besonderen Strahlkraft in unsere Gesellschaft hinein ist und auch sein soll. Wo es schon darum geht, klarzumachen, wir reden über eine Bruchstelle in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie auch. Wir reden über immer mehr Fälle dieser Art. Und wie geht der Staat damit um? Das ist der Ort, an dem Stammheim ins Spiel kommt, bekannt aus der Prozessgeschichte der RAF, damals noch in einem anderen Gebäude, aber im Prinzip direkt daneben an gleicher Stelle. Und heute gibt es dort einen großen Prozesssaal mit Lichteinfall von oben, bei dem mich vor allem beeindruckt hat, die großen Glaswände, die dort zu sehen sind. Die Gefangenen werden sozusagen eingebracht über eine separate Wegschleuse. Dort kommen dann die Gefangenen Markus L. und die anderen hinter einer Glasscheibe an. Mit ihren Verteidigern sprechen direkt können sie nicht. Sie können ihnen nicht die Hand schütteln. Ein Rechtsanwalt hat mir erzählt, er hat seinem Mandanten noch nie die Hand geschüttelt. Sie sind noch nie so nahe gekommen. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Schaltsystem. Sie können mit ihren Anwälten nur kommunizieren über eine Sprechanlage, wo der Weg zum gemeinsamen vertraulichen Gespräch freigeschaltet werden muss, über einen Controller, der da extra sitzt und die Sprechverbindung freigibt. Also schon ein Hochsicherheitstrakt, der, sag ich mal, Eindruck macht. Andreas Singer, der ist Präsident am Oberlandesgericht Stuttgart und der hat schon auch aus seiner Sicht jedenfalls betont, dass es auch ein Ort ist, der für Transparenz und für ein faires rechtsstaatliches Verfahren stehen soll und hat deswegen auch Wert gelegt, den Journalisten die Möglichkeit zu geben, sich selbst einen Eindruck vor Ort zu machen. Wir wollen ja jetzt nicht in irgendeiner Turnhalle irgendeinen Schauprozess abziehen, sondern wir wollen uns ja mit den Taten und wir wollen uns ja mit den einzelnen Individuen auseinandersetzen.
Er selbst wird nicht im Verfahren vorsitzen, das ist auch wichtig, denn er wollte nicht riskieren, in irgendeiner Weise befangen zu agieren oder auch Dinge zu sagen, die vielleicht im Prozess später eine Rolle spielen. Das heißt, der Vorsitzende Richter hat sich da nicht geäußert, sondern der Präsident des Oberlandesgerichts im Allgemeinen. Und die Staatsanwaltschaft hat sich da jetzt so richtig was vorgenommen, gell? Das sind jetzt nicht nur viele Angeklagte, sondern auch umfangreich Ermittlungsakten, die da jetzt erstmal wahrscheinlich durchgearbeitet werden mussten und die dann jetzt zur Verhandlung kommen. Also zusammen mit Sebastian Pettelko und mit Katja Riedl und Florian Flade haben wir wirklich lange uns einen Eindruck machen können über das Ausmaß der Akten. Es sind rund 400.000 Seiten Ermittlungsakten. Wenn man das abheften würde, ungefähr 700 Leitsordner, es sind über 300 Zeugen, es gibt rund 270 Polizeibeamte, die an diesem Verfahren beteiligt waren, es gibt 13 Sachverständigen, es gibt etliche Urkunden, die eingeführt werden. Also das ist schon auch von allem, was man prozessual sieht, wirklich ein Monsterverfahren. Ich würde auch sagen, der Rechtsstaat geht in die Vollen. Das ist schon, jedenfalls nach Einschätzung des Gerichts und der Ermittler, einer der größten Terrorprozesse der Nachkriegsgeschichte. Das ist der Prozess, in dem sich unter anderem Markus L. verantworten muss. Aber was ist denn mit den anderen Festgenommenen? Zum Beispiel eben Prinz Reuß, der hinter diesem geplanten Sturm auf den Reichstag stehen soll. Die kommen dann später vor Gericht, oder? Genau, der ist aber nicht in Stuttgart angeklagt, sondern in Frankfurt. Da beginnt voraussichtlich Ende Mai der Prozess. Ich sag mal in meinen Worten, das ist ein bisschen der Prominenten- bzw. Rädelsführerprozess. Hier sind die, die man im Zentrum der Gruppe sieht, die Verabredungen getroffen haben, bei denen es möglicherweise auch Kontakte gab zu Vertretern des russischen Generalkonsulats, bei denen es Bezüge gab zu Besuchen im Deutschen Bundestag, Vorerkundungen. Ich sag mal, der Kern der Gruppe, der das politisch Größere gesehen hat, den sogenannten Rat, das war so eine Art, naja, was denn Bundeskabinett in den Vorstellungsplänen dieser Gruppe für den Tag, nachdem sie die sogenannte Macht mutmaßlich übernommen hätten. Das ist ein Prozess, der beginnt in Frankfurt, ein weiterer dann in München. Und das führt dann dazu, dass wir an drei verschiedenen Orten diese gesellschaftliche Verhandlung letztlich auch um diese Frage führen. Was ist das? Als was ist das anzusehen? Was ist es juristisch? Wir haben es, wenn man sich das vergegenwärtigt, was die Ermittlungen angeht, natürlich auch mit einem interessanten Phänomen zu tun. Vielleicht ist das auch was für Nerds, aber ich finde es ganz interessant, sich das mal klarzumachen. Es ist ein Organisationsdelikt. Das heißt, es muss gar nicht zur Tat und Vollendung kommen. Es muss nicht zum Putsch auf den Reichstag kommen, um schon strafbar zu sein. Allein die Verabredung zu einer sogenannten terroristischen Vereinigung, die ist schon strafbar und strafbewehrt. Und das Interessante ist, dass die Ermittler das aber ja auch belegen können müssen und dass sie quasi im Vorfeld der eigentlichen Tat schon anfangen zu ermitteln. Und wenn wir noch mal ganz kurz zu Markus L. kommen, der nun vor Gericht steht, welche Rolle könnte er im Prozess spielen? Ich glaube, man darf nicht die Einschätzung haben, dass er eine besonders zentrale Rolle hat. Was an seinem Fall interessant ist, ist, dass er laut Einschätzung der Ermittler offenbar einer derjenigen ist, dem man das Wollen zuschreibt. Er ist bereit zu schießen. Das hatte er ja anscheinend gezeigt. Er ist bewaffnet. Er hat sich wohl eingegliedert in diese Gruppe, in eine Heimatschutzkompanie, in eine derjenigen, die schon im Aufbau waren. Und da soll Markus L. eine Rolle spielen, denn bei ihm lässt sich ja offenbar zeigen, dass es nicht nur um Hirngespinste ging, sondern dass es auch um konkrete Taten ging. Und wie das zu bewerten ist, gut, das müssen dann jetzt die Gerichte klären. Sag mal diesen Leuten, die jetzt vor Gericht stehen, ja, was droht denen eigentlich? Beispielsweise jetzt Markus L. Womit hat der unter Umständen zu rechnen? Also nach meinem Laienverständnis, nun bin ich kein Jurist, ne, sieht's für den aber nicht gut aus. Also eigentlich alle der Taten, für die er angeklagt ist, sind bewährt mit mehrjährigen Freiheitsstrafen. Versuchter Mord kann mit lebenslänglich bestraft werden. Die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Vorbereitung einer hochverräterischen Tat gegen den Staat, gefährliche Körperverletzung, das sind alles Delikte, für die es mehrere Jahre Freiheitsstrafe geben kann. Und wenn wir mal schauen, wie solche Fälle in der Vergangenheit beurteilt wurden, dann hat da auch die Justiz voll zugeschlagen. Mhm. Und ähnlich
geht es auch den Mitangeklagten. Bei denen ist es jetzt so, dass sie nicht wegen versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung mitangeklagt sind, aber auch die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das kann schon auch 10 Jahre Haft geben oder mehrere Jahre Haft. Da ist schon davon auszugehen, dass wenn das Gericht zu der Einschätzung kommt, es handelt sich hier um so eine Vereinigung und sie sind Mitglied darin gewesen, dass dann auch langjährige Haftstrafen anstehen. Mal so dein Eindruck. Du beschäftigst dich ja mit Rechtsextremismus, mit terroristischen Vereinigungen auch schon länger. Ist das eine Organisation, diese Reichsbürger, oder eine Gruppe, die wir gesamtgesellschaftlich einfach auch zu lange unterschätzt haben? Ja, das kann man total klar nur bejahen. Ich erinnere mich noch an Diskussionen von vor einigen Jahren, als politische Gruppen dieses Phänomen immer wieder thematisiert haben und es aber in Verfassungsschutzbehörden noch gar nicht richtig wahrgenommen wurde, als es dann nach und nach erst Eingang gefunden hat, auch in die Berichte der Verfassungsschutzämter, weil man ja doch, und das sieht man ja auch jetzt hier wieder, ganz leicht Gefahr läuft zu sagen, ach, das ist irgendein spinnerter Quatsch, das muss man so ernst nicht nehmen. Und das hat sich schon klar geändert, auch mit einer ganz klaren Erfahrung auch der Ermittlungsbehörden und der Gerichte. Und, was ich schon verstanden habe, als der Andreas Inger, der Präsident des Oberlandesgerichts, sich geäußert hat, ist, dass die Justiz alarmiert ist, dass sie diese Taten in einem Zusammenhang sieht. Weil es eben keine Einzelfälle sind, sondern Teil einer besorgniserregenden gesellschaftlichen Entwicklung. Also man muss sich nochmal klar machen, das ist ja nicht der erste Prozess dieser Art. Es gibt immer wieder auch bedeutsame Vorfälle im Zusammenhang mit dem Reichsbürgermilieu. Nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz gehörten Ende 2022 insgesamt 23.000 Personen der Reichsbürgerszene an. Bemerkenswert ist, dass diese Zahl seit Jahren ansteigt. Unter dieser Gruppe, den 23.000, befinden sich nach Einschätzung des Verfassungsschutzes 2.300 gewaltbereite Personen, die sich zahlreich im Besitz schwerer Waffen befinden. Wenn wir diese Zahlen hören, 23.000 Menschen in dieser Reichsbürgerszene, weißt du, ich gehe manchmal samstags zur Union Berlin ins Stadion, da passen 22.000 rein, das sind schon viele Menschen. Das ist einfach eine Gruppe, da muss man wirklich aufhören, die sozusagen wegzuschmeicheln, weil sie verrückt sein könnten. Ne? Und diese Dimension, das ist, glaube ich, inzwischen klar geworden, wenn man sich lange mit solchen Fällen beschäftigt und wenn man auch sieht, dass die Sicherheitsbehörden selber da, sag ich mal, nicht immer gut aufgestellt waren. Immerhin wird dort jetzt hingeguckt und der Staat nimmt es ernst. Wenn du jetzt auf diesen Prozess schaust, was erwartest du dir selbst davon? Dürfen wir da quasi auch so auf weiterführende Erkenntnisse auf diese Gruppe um Herrn Reuß, aber auch auf die Reichsbürgerbewegung insgesamt hoffen? Über diese Gruppe ist schon viel gesagt und viel geschrieben. Aber was natürlich immer spannend ist, ist dann vor Ort auch nochmal die Menschen zu sehen, wenn sie sich am Ende von den Gerichten, deren Staat sie nicht anerkennen, aber dann ja doch verteidigen müssen. Viele werden sich, so schätze ich das ein, nicht äußern, aber es geht vielleicht auch gar nicht nur um die Frage, wie die Beteiligten selbst, die Angeklagten mit dieser Frage umgehen, sondern so ein Prozess ist ja auch immer ein Ort, der zurückwirkt in die Gesellschaft, so wie hier. Wir sind jetzt keine Prozessbeteiligten, aber wir beobachten das, wir versuchen es einzuschätzen, wir versuchen zu sagen, was ist da eigentlich passiert? Wie konnte es so weit kommen, dass tatsächlich Menschen den Plan offenbar schmieden, den Bundestag zu übernehmen? Was ist bei denen im Leben schiefgelaufen oder welche Antworten suchen sie? Das ist natürlich nicht die erste Aufgabe eines Prozesses, eine Gesamtaufklärung zu machen, sondern schlicht und ergreifend festzustellen, ob sie schuldig im Sinne der Anklage sind. Gerade dieses Verfahren, dieses große Verfahren an 3 unterschiedlichen Prozessorten, 27 Angeklagten. Man muss sich das vorstellen, die haben 2 bis 3 Anwälte, jeder, das sind insgesamt 100 Menschen, die nur mit der Verteidigung beschäftigt sind. Es ist eine unwahrscheinliche Aufgabe überhaupt, das Nötigste festzustellen. Denn wenn wir nur Stuttgart den Gerichtsraum nehmen und da reinzoomen, dann sind es immer noch 9 verschiedene Menschen. Man muss zuerst feststellen, gab es die Gruppe, die Organisation, und man muss bei jedem Einzelnen nachweisen, war er Teil davon oder nicht. Das ist ja am Ende eine ganz langweilige Beweisführung. Das ist die Mühe täglicher Arbeit vor Gericht. Unter diesen wirklich schwierigen Voraussetzungen sind jetzt schon über 40 Prozesstage angesetzt. Immer montags und mittwochs findet das statt. Und
erstmals, wenn ich das richtig sehe, wird hier ein Prozess geführt an unterschiedlichen Gerichten zur gleichen Zeit, obwohl noch gar nicht klar ist, ob es überhaupt eine terroristische Vereinigung ist. Also theoretisch denkbar, dass das eine Gericht zu dem einen Urteil kommt und das andere zu einem anderen. Aber wenn ich das jetzt so höre, was meinst du, was können die Prozesse leisten für uns als demokratische Gesellschaft? Was dürfen und können wir von ihnen erwarten und was auch nicht? Ich glaube, man darf sich keine gesellschaftliche Aufklärung aus solchen Prozessen erwarten. Das ist auch meine Erfahrung nach vielen Jahren Beobachtung von Prozessen, dass am Ende die gesellschaftlichen Fragen, die damit einhergehen, nicht vor Gericht entschieden werden. Vor Gericht wird das Nötigste geklärt, aber vor Gericht wird wichtige Sachaufklärung betrieben. Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir vor allem in der juristischen Aufarbeitung überhaupt mal eine Klarheit bekommen. Jetzt wird aufgearbeitet nach den Prinzipien des Rechtsstaates, was ist passiert. Dann wird bewertet, ist es strafbewehrt. Dann wird geurteilt, ist es straflos möglich, solche Pläne zu schmieden oder nicht. Und dann wird vollzogen, dann geht es ins Gefängnis oder es gibt Freisprüche. Das ist ja unglaublich wertvoll, dass wir uns das leisten können. Wir müssen es uns leisten. Und ich glaube, dazu wird dieser Prozess auch einen Beitrag leisten, das zu verdeutlichen. Martin, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ja, danke euch. Martin Kaul arbeitet unter anderem in der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Zusammen mit Katja Riedl, Florian Flade und Sebastian Pittelko recherchiert er schon seit langem zur Reichsbürgerbewegung, den Ermittlungen und den anstehenden Prozessen. Ihre Veröffentlichungen findet ihr unter anderem auf tagesschau.de. Und unsere Folge mit Katja zu den Reichsbürgern, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und morgen erwartet euch übrigens direkt eine Folge mit Florian Flade. Da geht es um die Spione, die in Deutschland gerade festgenommen wurden. Wenn ihr spannende Geschichten wie diese nicht verpassen wollt, lasst uns doch ein Abo da. In der ARD Audiothek oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und klar, empfehlt uns gerne weiter. Und noch ein dringender Tipp für euch, wenn ihr euch für Politik interessiert und für Gesellschaft und auch selbst mitreden wollt, euch einbringen wollt in Debatten, in Gespräche, Mitreden, Deutschland diskutiert. Das ist die neue Talk-Plattform der ARD Inforadios und der Platz für eure Meinung, eure Ansichten, eure Stimme und das Ganze immer montags und donnerstags live ab 20.15 Uhr und noch am selben Abend dann in der ARD Audiothek. Den Trailer dazu hört ihr gleich, aber so viel Zeit muss sein. Folgenautorin dieser 11KM-Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann, Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth Ostermann, Laura Picciano. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz und wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Hallo, ich bin Christian Horth und bei Mitreden dreht sich alles um... Also meine Meinung, meine persönliche Meinung. Genau, Ihre Meinung. Wie verändert künstliche Intelligenz meinen Job? Wie wird Wohnen wieder bezahlbarer? Wie steht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien? Es gibt so viele Themen, die uns in ganz Deutschland bewegen und über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Mitreden. Deutschland diskutiert. Was ich dazu noch sagen möchte ist... Ab dem 29. April, jeden Montag und Donnerstag um 20.15 Uhr. Live im Radio bei BR24, HR Info, NDR Info, RBB24 Inforadio und SWR Aktuell. Und gleich danach natürlich auch in der ARD Audiothek.